mit den Horden mal richtig kommen, dann werden wir komplett überrannt. Dann ist Game over. Dann ist Ende im Gelände. Aus die Maus. Wie man so schön sagt. So. Naja, da wird jetzt alles schön. Nee, das ist der kleine Zug, ne? Ja, der kleine Zug wird jetzt auch wieder ausgepackt. Also wir können glücklich sein, dass wir hier halbwegs, ja. Ah ja, Steine wollte ich holen, ne? Genau. Einmal Stein und einmal Mauern, bitte. Mauern. Oh ja, ein paar Mauern. Wow, ich bin voll. Das ist ja toll, ich bin voll. Yay. Ich wette, die Kiste ist auch komplett voll. Jawohl. Nichtsdestotrotz können wir hier die Öfen erstmal herstellen. Dann werde ich hier die Produktion auch ein bisschen umbauen. Aber was wir vor allem, ich habe, glaube ich, habe ich Solarplatten? Ja, 15 Stück. Ich wollte gerade 17 sagen. Nee, 15 Solarplatten haben wir. Ist ja wow. Ist ja richtig wenig. Weil das Nest da oben, das wird uns noch beschäftigen. Definitiv. Ne, hier wollte ich hin, ne? Da sollen die Solarplatten hin. So, zeig mal her. Hier haben wir 23. Oh. Ich dachte, wir hätten weniger. Warum sieht das so hier aus? Ich habe mich eingebaut. So, Moment mal. So, erstmal dahin Strom. Und hierher Strom, oder wie? Oder was? Oder wann? Also, ist doch blöd. Zeig mal her. Außerdem ist der blöd. Irgendwie habe ich das mit den kleinen Strommästen hier unten gemacht. Hierhin und dahin, oder wie? Und dann da nochmal ein, zwei Solarplatten. Okay, sieht mal anders aus, macht aber relativ dasselbe. Und vor allem, wir müssen vielleicht hier den Wald ein bisschen weiter abroden. Wir haben so viel Kupfer hier. Das ist wow. Wir brauchen unbedingt mehr Strom. Viel mehr Strom. 10 Megawatt, die sind ja gar nichts. Vielleicht werde ich noch auf der anderen Seite umbauen oder so. Da haben wir ja eigentlich Platz genug. Ah, diese Bäume, das sind doch keine Träume. So, jetzt hacke ich die erstmal um. Und dann werden wir hier vielleicht noch mal Akkumulatoren und sonst was alles hinbauen, damit wir ein bisschen mehr Strom haben. Das wird zwar uns jetzt nicht den Arsch retten, aber naja. Eigentlich könnte ich auch so drei bauen. Dann zeige ich hier die ganzen anderen Sachen drin. Ich müsste eigentlich noch die Akkudinger haben, oder? Habe ich die irgendwo abgelegt, wa? Das wäre jetzt nicht so toll. Der würde drei nehmen. Von da aus kommen wir nicht zum Strom. Bleibt da stehen. Wunderbar. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Strom. Wie viel haben wir denn jetzt? 12, noch was. Aber das ist tagsüber, ne? Das wird uns nachts nicht retten. Was wir hier tagsüber produzieren. Ja, das ist. Ah, und hier liegt Kupfer rum. Das finde ich doof. Da müsste man eigentlich auch noch ein Abrissding machen.
mal, können wir den hier ein bisschen umbauen. So hier hin. In die Richtung. Hätten wir schon mal mehr Strom da drauf. Hier oben müssten wir dann auch wieder welche bauen. Oder die großen. Aber die haben auch nicht mehr, ne? Der Richtung könnten wir hier noch mal ein paar Solarpanel bauen. Nein, ich hasse das, wenn er aufs Fließband geht und dann einfach da rumrutscht. Hier noch eins hin, ne? Oder zwei. So, jetzt haben wir keine Solarpanel mehr. So, solartechnisch haben wir da jetzt schon eine Menge gebaut. Kommen hier unten noch ein paar Strommästen hin. Eins und zwei vielleicht. Obwohl, der könnte eigentlich nur eins rüber, ne? Und da könnte auch ein kleiner hin. So. Jetzt sind alle Stromteile erstmal angeschlossen. Was machen wir denn nachts über? 10 Megawatt. Also sind allein die ganzen Dampfmaschinen. Die machen 10 Megawatt nur. Gott, wie wenig macht denn das Solarzeug dann? Wenn ich das mal fragen darf. Das kann ja nicht viel sein. Im Grunde. Eieieiei. Nein, gut, solange uns die Viecher in Ruhe lassen, bin ich eigentlich glücklich. Ich wollte ja nur mal wieder ein Nest ausrotten, aber wir müssen es auch irgendwann. Da wird kein Weg drum rumführen, wenn wir weiterkommen wollen. Weil wir brauchen irgendwann die Artefakte von den schönen Viechern. Und, ne, ich bin immer noch voll, ne? Ja, warte mal. Vielleicht packe ich die doch nochmal zurück. Ja, okay, wir haben keinen Platz zum Zurückpacken. Ui, da kommt ein Zug entlang gerast. So, warte mal, hier hatte ich doch irgendwo noch Kisten rumstehen gehabt, ne? Ja, hier. Hier haben wir die Teile drin. Zeig mal her. Warum packst du die Fließbänder nicht zusammen hier? Das ist doch. Der will mich natzen. So. Jetzt können wir mehr Strom sammeln. Aber jetzt die Frage, wo bauen wir die blöden Dinger wieder hin? Hier wäre ja ein Platz, ne? Und ihr seht schon, das ist nicht wenig, was da steht. Ich könnte ja hier ein paar hinknallen. Irgendwo, warte mal. So. Dann müssten wir jetzt mehr Megajoule kriegen. Das ist aber auch nicht so viel mehr, ne? Zeig mal her. Oh, 339. Oh, 340. Joa! Das muss ja so viel an Energie sammeln, dass wir über die Nacht kommen quasi. Ich habe noch 50 davon, also können wir noch ein paar Megajoule sammeln. Vielleicht baue ich das auch auf die Seite hier mal. Oder überall so mal ein paar hin. Warum nicht? Ist ja egal, wo die Batterien stehen in dem Sinne. Werden die Pfosten ja auch mal benutzt. Ja nicht immer alles akkurat als eine Monsterbatterie hingestellt werden. Gott, habe ich viele Dinger davon. Das wäre natürlich auch sinnig, irgendwie die Dinger so hinzustellen. Zeig mal her. Na, wir haben bald 500 Megajoule. Ja, das könnte doch die Nacht überreichen langsam. Das wäre nicht schlecht. So, warte mal. Ich habe ja noch. Wie viel haben wir noch davon? Komm,
Ich baue hier mal eine Batterie voll. Ich hoffe, ich habe noch Kupfer oder so. Ja, haben wir noch. Dass ich hier einen großen Mast hinbauen kann. Ja, war jetzt witzig, ne? Fand ich nicht. So, da kommt jetzt ein großer Mast hin. Passt da noch einer hin? Ja. Jetzt könnten wir hier immer noch welche hinwandern. Ja, langsam wird's. Also, schauen wir mal. Da kommen wir gerade nicht ran. Oh, wir haben bald 600 Megajoule. Oha. Und das brauchen wir für die Lasertürme. Weil wenn die sich entladen und schießen, was denkt ihr, was da an Megawatt losrennt? Also, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was diese Viecher... Dinger machen, ne? Also das ist wow. So, und ja. Deswegen können wir von denen hier eigentlich gar nicht genug brauchen. Aber wir haben ein paar hergestellt. So. Machen wir mal die Bäumchen hier auch noch platt. Ja, zum Glück haben wir ein bisschen Platz hier. Lalalalalalalalala. So. Bin ich mal nachher gespannt. Ne, die wollte ich jetzt nicht haben. 15 Stück haben wir noch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Da reicht auch der kleine wieder. Gott, ich bin gespannt, wie viel Megajoule wir nachher zusammenkriegen. 600. Wow. 700. Langsam wird's aber richtig dicke hier. Es ist nicht schlecht. Ja, Autospeicher ist auch immer schön. Kann ja hier nochmal ein paar hinsetzen oder so. Und da nochmal einen dicken Pfosten rein. Und schon kriegen wir wieder ein paar Megawatt-Joule hier. Naja, 800 wäre nicht schlecht. Also 1000 wäre noch mehr. Also 1000 Megajoule. Ihr seht ja, was wir verbrauchen, ne? Das sind 10 Megajoule momentan in der Nacht. Die wir gerade mal haben. Oh, 9,9. 10. Also, ja. Und den Rest, den müssen wir aus den Zellen hier rausziehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Viecher machen uns so platt, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Wie übelst platt die uns machen. Mit den Lasertürmen. Ich glaube, das lag an Stromproblemen auch. Ne? Also Lasertürme hatten wir eigentlich genügend. Nur Strom, das war wieder so eine Sache, da hätte es mehr sein dürfen. Und ihr seht, wie viele Batterien und alles wir jetzt hier schon gebaut haben. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Alter Finne. Naja. So. Aber na gut. Ich würde sagen, es ist schon wieder rum, Diedeldum, die Zeit. Und ja. Was auch immer hier lang lief. Läuft. Gelaufen ist. Läuft irgendwie nicht, ne? Also, warum in alles in der Welt sind hier zwei Fließbänder, die total gegeneinander laufen? Das macht keinen Sinn. Aber okay. Gut, also dann würde ich sagen,